Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier in meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. In unserer 35. Lektion schauen wir uns näher die sogenannte For-Each-Schleife an. Wir haben hier das entsprechende Listing. In dem Fall haben wir hier 18 Zeilen an Code und da haben wir den Eingangstag unseres PHP-Tags und in der 18. Zeile hört er eben auf. Und hier haben wir dann wieder einen Array. Und das ist insofern nicht verwunderlich, weil For-Each Schleifen verwendet werden, um Elemente eines Arrays auszugeben oder damit etwas zu machen. Wir haben hier zwei Beispiele für For-Each-Schleifen. Einmal die erste von der Zeile 4, die siehst du die geschwungene Klammer, bis zur Zeile 11. Dann ein zweites Beispiel von der Zeile 13 bis zur Zeile 17. Dann wird hier in der Zeile 2 ein Array festgelegt mit der Bezeichnung Zahl. Die Elemente 11, 22, 33, 44 werden in dieser Art und Weise jetzt hier zugewiesen. Ein Array in dieser Form hat hier wieder einen Index. Die erste Stelle wäre dann immer 0, 1, 2, 3. Und man kann hier mit for each dann mit der Schreibweise $Zahl, das ist genau dieser Name hier dieses Arrays, as, das ist vorgeschrieben als Formulierung, $V wird dann bewirkt, dass je nach Anzahl der Elemente eines Arrays diese Schleife auch durchlaufen wird. Das heißt, es beginnt hier beim ersten Element eines Arrays, echo $V. Wird ausgegeben das erste Element, das wäre 11, dann beim zweiten Durchlauf dann 22, 33, 44 und somit kann man dann in sehr bequemer Art und Weise alle Elemente eines Arrays auslesen. Dasselbe sehen wir dann hier noch einmal, da ist dieser Bereich in Zelle 4 und 13 ja identisch, nur innerhalb dieser Schleife sehen wir Unterschiede, nämlich mit einem Echo wird es nicht wie in Zelle 8 $V ausgegeben, wie es auch hier steht, nämlich alleine, sondern es wird das Ganze noch verknüpft mit einer weiteren Textausgabe, einer weiteren Stringausgabe. Das sehen wir hier, dass der String innerhalb dieser Hochzeichen ausgeführt wird, Wert von, dann haben wir hier wieder eine Maskierung. Das heißt, es kann dann wirklich auch dann die Formulierung $Zahlen ausgegeben werden. Ja. Ein Doppelpunkt und dann wird dann eben dieses $V angeführt und wird dann immer wieder bei jedem Schleifendurchlauf dann ersetzt und das und der BR-Tag innerhalb erzeugt dann nach jedem Durchlauf dann die entsprechende Zeilenumbruch, wenn wir es auch hier schon gehabt haben. Ja, dann bleibt für mich der Verweis hier herunten, diese Aufgabenstellung zu lösen, damit das gleich in der Praxis einmal geübt wird. Und ein Danke für das Zuhören, Zuschauen. Danke.